Schönen guten Abend. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Plasberg persönlich. Vielen Dank. Wie viel Liebe braucht die Ehe? Leicht irritierende Frage. Sie werden vielleicht sagen, je mehr, desto besser. Aber wenn Sie gleich unsere Gäste kennengelernt haben, dann werden Sie sehen, dass es auch noch andere Wege zum dauerhaften Glück gibt. Und wer sagt eigentlich, dass dieses Glück immer in der Zweisamkeit stattfinden muss? Freuen Sie sich auf diese Gäste, auf Annette Meisel. Sie ist eheerfahren und genau deshalb würde sie keine mehr eingehen. Stattdessen hat sie festgestellt, dass es viel schöner ist, einen Liebhaber zu haben. Oder zwei oder drei oder sogar fünf. Gleichzeitig, versteht sich. So, lassen Sie mich raten, Sie wollen sofort was von Frau Meisel wissen. Ich auch. Sagen Sie mir doch bitte, was können fünf Männer besser als einer? Fünf Männer sind vielseitiger als einer. Und das Schöne ist, ich kann bei fünf Männern mir das Beste von jedem Einzelnen herauspicken. Diese fünf... Wollt ja jemand klatschen? wussten die Männer voneinander? Ja, für mich ist Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Ich habe das jedem gesagt. Wann? Schon direkt am Anfang, bevor ich ihn in mein Bett eingeladen habe. Mhm. Gab es da auch jemanden, der abgesprungen ist, der Fluchtausgang genommen hat und gesagt hat, nee, das ist mir zu heiß? Es gab ganz viele lustige Reaktionen. Also zum Beispiel einmal, da gab es so eine Begegnung mit einem Mann, wo es sehr funkte, direkt im ersten Moment, wo wir uns gesehen haben und bei einer Party. Und ich habe aber dann, ne, ganz getreu nach meiner Devise, immer nur die Wahrheit und keinen von diesen armen Männern irgendwie in die Falle locken. Das wollte ich nicht. Wieso eigentlich arme Männer? Naja, ich habe gedacht, vielleicht verliebt sich einer und dann komme ich dann danach mit der Geschichte. Und das fände ich unfair. Also ich möchte Männer so behandeln, wie ich auch umgekehrt behandelt werden möchte. Mhm. Und obwohl mir Freunde schon mal gesagt haben, warum machst du das denn? Du musst dir erst mal so ein bisschen anfüttern und dann kannst du immer noch mit der Geschichte kommen. Das fand ich nicht okay. Was war denn mit dem Typ? Ja, also dann habe ich dem das gesagt und dann hat er zu mir gesagt, also pass auf, das geht so nicht. Gib mir doch wenigstens 2 Wochen Exklusivität. Mhm. 2 Wochen. Ich werde dich schon überzeugen, der Gedanke stand ja dahinter, oder? Ja, und habe ich aber dann nicht gemacht. Ich habe gesagt, nee, entweder wie ich das sage oder gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ich kann nicht teilen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann halt nicht. Wie kriegt man das denn organisatorisch geregelt? Ich meine, das ist ja, ein Fulltime-Job, oder? Die Frage würde ich unbedingt an Ihrer Stelle. Also, ich meine, wenn man nebenher noch einen Beruf ausüben will und irgendeine andere Art von Privatleben... Die berufstätige Frau Fried möchte Tipps haben. Ja, ja, also, ja. Ich bin schon mit einem Mann echt gut bedient, manchmal überfordert. Wie machen Sie das mit dem Mann? Ja, aber ein Mann kann auch viel mehr Arbeit machen als fünf. Okay, weil man den Mann rund um die Uhr betreuen muss. Es klingt so ein bisschen... Er ist nicht so betreuungsintensiv. Es klingt aber so ein bisschen nach Domina, ehrlich gesagt. Also Sie entscheiden, was gemacht wird und die Männer unterwerfen sich diesem Prinzip relativ masochistisch. Die nehmen die Regel an oder sie haben zu gehen. Es ist jetzt typisch männlich, dass der gleich auf Domina kommt. Also bisher habe ich von Handschellen, Peitschen und einer schwarzen Grundausstattung noch gar nichts gehört. Nee, da haben Sie wohl recht. Ja gut, ich gebe schon vor, aber der Mann hat, die Männer haben natürlich auch Möglichkeit, dann innerhalb von ihren Lebenswelten Vorgaben zu machen. Und ich kann dann entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Aber das ist in jeder Beziehung so. Es ist ja immer ein Verhandeln. Ne? Was möchte ich, was möchtest du und wo treffen wir uns? Sagen Sie, für mich noch die ganz wichtigen Fragen. Die Bandbreite der Typen, also vom Beruf, vom Körper her, vom Typ her, wie groß war da die Bandbreite? Also vom Alter her war das so zwischen 35 und 50, schätze ich mal, so ungefähr. Älter als 50 war keiner? Nein. Herr Probst, Sie sind raus. Herr Blankmeister, Sie sind raus. Ich bin raus und Sie sind auch raus. Ich habe ja nicht gesagt, dass Männer darüber oder darunter nicht zugelassen sind. Nein, Sie haben. Die können sich auch bewerben. Aber ich habe jedenfalls in diesem Zeitraum, ich beschreibe ja in meinem Buch diesen Zeitraum von 2 Jahren, mein Sexperiment, wobei ich es auch gerne Liebesexperiment nenne, weil es ist viel mehr als Sex. Sie denken jetzt wahrscheinlich, ach, da hat sich jemand ein schlaues Buchprojekt ausgedacht und hat sich dabei noch ein bisschen Spaß gemacht. Die Geschichte ist schon ein bisschen ernster, kommen wir aber gleich drauf. Ich möchte nur noch für mich so die ersten Fragen abhaken, die mir da sofort in den Kopf gekommen sind, wie Ihnen auch, wie organisiert man das? Es steht noch im Raum die Frage nach den Typen, die Bandbreite. Ja, also es gab... Beruf, es gab, ja. Also ich liebe natürlich Männer, die irgendwie auch ein bisschen sportlich sind, ein bisschen durchtrainiert sind. Das finde ich
attraktiver, als wenn jetzt einer so ganz aus der Form gelaufen ist, ja. ja, ansonsten vom Berufsbild gab es alles Mögliche, also vom Eventmanager bis zum Hotelbesitzer bis zum Personal Trainer, da gab es doch eine ziemliche Bandbreite. Haben Sie die Männer gesucht oder haben Sie sich suchen oder finden lassen? Also es gab die unterschiedlichsten Begegnungen. Das war von einer Sache, wo ich jemanden auf der Straße getroffen habe, den sollte ich abholen und ihn irgendwo hinbringen. Und ja, dann habe ich den gesehen und habe gesagt, wow, beidseitig war das ein Wow. Wie lange hat es gedauert, bis Sie ihm gesagt haben, was Sie gerade machen? Also bis wir uns die Kleider vom Leib gerissen haben, das hat genau 8 Stunden gedauert, das war relativ schnell. Also nach 7 Stunden 53 haben Sie ihm aber dann gesagt? Ja, ich habe das direkt von Anfang an gesagt, ja. Mhm. Und das war ein Opernsänger zum Beispiel, also da gab es also auch aus der Kultur einige. Wer hat gelacht? Ist hier noch ein Opernsänger? Ja, mein Mann. Hey! Nee, der war's nicht. Nein. Komm du mir nach Hause, ne? Aber ich finde, wir lachen ein bisschen drüber, aber ich glaube, es ist ein Traum von vielen Frauen da draußen, 5 Männer auf einmal zu haben. Ja, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, es ist ein Traum von vielen Männern, 5 Frauen zu haben. Aber das ist, glaube ich, eher eindeutig. Allerdings habe ich Amelie kennengelernt. Ich hatte vorher den Traum, 2, 3, viele Frauen. Dann habe ich Amelie kennengelernt und dachte mir, 3/4 Frau wäre ganz gut. Weil das eine Persönlichkeit, mit der man auf allen Ebenen kommuniziert, nicht nur auf der Sexebene, ist abend- und tagesfüllend. Also insofern, all mein Größenwahn ist mit Amelie geschwunden. Wie schön. Ich bin so gut wie 5. Oh. Amelie spielt so gut wie 5. Haben Sie, das ist dann die letzte meiner existenziellen Fragen, also meiner persönlichen Fragen, haben Sie die Männer verglichen und wollten die Männer was von den anderen wissen? Also, war der Typ letzte Woche im Bett. Die Männer haben eine ganz merkwürdige Eigenschaft, dass die sich immer in einer Rangfolge sehen wollen. Und die haben dann gesagt, bin ich jetzt Nummer 1, 2, 3 oder welche Nummer bin ich? So habe ich nie gedacht. Für mich ist jeder Mann eine Nummer 1. Das ist aber gelogen. Wahrscheinlich. Das ist überhaupt nicht gelogen. Entschuldigung, wenn dann ein Abend frei war bei Ihnen, ja? Ja. Und, da habe ich mich schön erholt. Bin ich nicht Aber sagen wir mal, wenn Sie Lust hatten auf einen Mann, dann wird doch wahrscheinlich ein Favorit dabei gewesen sein, wenn Sie wussten, alle 5 können. Dann werden Sie sich doch nicht hingesetzt haben und einen Groschen geschmissen haben, sondern Sie werden ja auf Ihr Bauch oder Hirn oder was auch immer Gefühl gehört haben. Sicherlich kristallisiert sich immer mal wieder zeitweise einer aus, der einem dann noch vielleicht ganz besonders am Herzen liegt. Aber ich fand es interessant, dass eben die Männer von ihrer Seite aus immer sich in diesen Wettbewerb gesetzt haben. Das fand ich interessant. Weil ich sage auch, ich bin ein ganz treuer Mensch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig klingt. Ich bin jedem Einzelnen von Herzen treu. So, das war es jetzt mit meinen Fragen, die ich da ganz dringend abgehakt haben wollte, bevor wir mal in die Vorgeschichte, in die Psychologie gehen. Sie sind das ja gewohnt, Sie haben ein Buch geschrieben unter Ihrem eigenen Namen, sind gewohnt, dass Leute Sie nach Ihrer Geschichte fragen. Gibt es typisch männliche Fragen und gibt es typisch weibliche Fragen, die so als erstes auf Sie niederprasseln? Ja, also es gibt absolut totale Unterschiede zwischen Männern und Frauen. War ich ein typischer Mann? Jetzt will er sich wieder in Verhältnis setzen. Ich sag's doch. Nein. Ich finde, Sie haben. War ich gut? Ja. Wie war ich? Super!